LinkedIn hat das neue Audio-Feature für einige Beta-Tester gelauncht. Ich hatte heute in der Früh Gelegenheit, die Funktionen der neuen Audio-Only-Events zu testen. Hier ein kurzer Walkthrough. Wenn man einem Event beigetreten ist, entweder selbst oder über Einladung, dann taucht dieser Audio-Event ganz normal in der Liste auf, wie man es eben auch von anderen LinkedIn-Events kennt. Ein Klick öffnet dann die zugehörige Event-Seite. Sieht genauso aus, man erkennt an dem Icon unter dem Titel, dass es sich um ein Audio-Event handelt. Darunter ist die Zeit angegeben und man sieht sofort einen Preview über die Teilnehmer. Mit dem Klick auf Teilnehmen öffnet man dann das Audio-Pop-Up bzw. Pop-Out, wo sich der eigentliche Broadcast abspielt. Man wird dann auch darauf hingewiesen, dass der Ton aufgenommen wird. Ich komme hier nach dem Teilnehmen-Klick direkt auf die Bühne, weil ich als Referent eingetragen bin. Ansonsten landet man zuerst mal unter den Zuhörern. Anders als auf Clubhouse können die Moderatoren keine Nutzer auf die Bühne holen, sondern die müssen sich selber melden. Wir können hier andere Kontakte einladen, wie man das auch sonst von LinkedIn-Events kennt. Und wir haben die Möglichkeit, diesen Event als Beitrag in der Timeline zu teilen. Auch das eine Funktion, die wir von anderen LinkedIn-Events, Livestreams oder sonstigen Events bereits kennen. Hier über das Dreipunktmenü verlässt oder meldet man gegebenenfalls den Event. Im Bereich Networking werden oben die eigenen Kontakte angezeigt, darunter Personen aus derselben Branche und schließlich alle Teilnehmerinnen. Wenn man die gesamte Liste anzeigt, landet man in der Standard-LinkedIn-Suche, in der der jeweilige Event als Filter voreingestellt ist und man kann eben hier sehr, sehr einfach Gleichgesinnte finden. Wie ihr bereits seht, man kann rumklicken in LinkedIn, das Pop-Out bleibt immer offen und bleibt bestehen. Sobald man das Mikrofon aktiviert zum ersten Mal, muss man dem Browser den Zugriff freigeben und ja, hey, Richie, ist dann schön, dass sofort du da bist. Eben sprechbereit. Über das Drei-Punkt-Menü kann man die Audio-Hardware auswählen, ganz wichtig, wenn man mehrere Geräte angeschlossen hat. Hier eben das jeweilige Mikrofon und die Audio-Ausgabequelle. Und dann können alle, die auf der Bühne sind, sofort zugleich, idealerweise, nacheinander sprechen. Das Maximum an Leuten auf der Bühne ist derzeit 18. Vielleicht fällt euch auf, dass es hier keinen Chat gibt. Dafür haben wir unten die Einladungsfunktion. Die Reaktionen werden hier direkt über den Icons, wie man es da auch sieht, angezeigt. Und man kann sich jederzeit stumm schalten. Ich persönlich finde es sehr angenehm, dass das Ganze wirklich gut im Hintergrund laufen kann. Je nach Geschmack kann man das Pop-Out aufgeklappt lassen oder eben auch einklappen, genauso wie wir es auch von der Nachrichtenfunktion kennen. Hier haben wir jetzt die komplette Liste der aktuellen Zuhörerinnen. Also anders als bei den Live-Videos werden hier tatsächlich die Profile auch mit klickbarem Link angezeigt und nicht nur die Zahl der Zuhörer. Die jeweilige Sprecherin bzw. der jeweilige Sprecher bekommt einen grünen Rahmen. Wenn jemand teilnehmen möchte, dann muss er das eben kundtun und der Moderator bzw. die Moderatorin holt ihn oder sie dann auf die Bühne. Wie lautet mein erstes Fazit? Ich denke, die interaktiven Audio-Broadcasts sind eine großartige Erweiterung des LinkedIn-Multimedia-Arsenals. Was mir persönlich besonders dran gefällt, ist, dass es zu den Events keinen Chat gibt. Das bedeutet, man kann die wirklich sehr gut im Hintergrund laufen lassen und währenddessen irgendetwas anderes machen. Das ist meiner Meinung nach die große Stärke des neuen Formats und ich freue mich auf viele spannende interaktive Audiorunden in den nächsten Wochen und Monaten. Später in diesem Jahr wird dann auch Video dazukommen. Ja, sehen wir, wie sich das dann bewährt oder schlägt im Vergleich zu den klassischen Live-Broadcasts.